Willkommen in Potters Bluff. So, hallo, da sind wir wieder hier auf Potters Bluff Reviews. Heute mit einem ganz besonderen Geschenk, das ich bekommen habe. Nein, es ist die Deluxe-Edition von... Ich traue es mich gar nicht zu sagen. Von Pieces, der Kettensägenkiller. Schaut euch mal dieses schöne Paket an. Ist genau das ähnliche, wie es im Film verpackt ist. Und ja, natürlich von Mondo hier. Und ihr seht es so unscheinbar, aber ihr habt es schon hier durchblicken sehen. Pieces ist hier in einer durchsichtigen Lackierung drauf. Und wenn das Licht richtig fällt, kann man Pieces lesen, wie ihr sehen könnt. Sehr cooler Kniff, auch wie hier mit den zerschrodeten Buchstaben gearbeitet wird. Ja, es ist eine richtig fette Kiste, die werde ich auch gleich öffnen, aber erst schauen wir uns zum Hinten den Table of Contents an. Die Inhaltsangabe. Don't have to go to Texas for a Chainsaw Massacre. Oh ja, ist richtig. Und wie ihr seht, was fehlt noch, die Platte, die wird noch nachgeliefert und sobald ich die habe, werde ich die auch vorstellen und dann nochmal hier und am Ende des Videos verlinken. Auf 1000 Stück limitiert, ich glaube, das gibt es sogar noch auf piecesdeluxe.co.uk, glaube ich, aber das werde ich auch nochmal hier unten drunter in der Beschreibung verlinken. Und ja, ihr seht schon hier, ein neuer 4K-Transfer, man kann es echt nicht glauben. Pieces hat einen 4K-Transfer bekommen, während andere Klassiker im Safe verrotten. Naja. Der Regisseur von Slugs bringt euch Pieces. Also das ist wirklich einer der bescheuertsten Slasher, den es gibt, aber auch gleichzeitig so lustig. Mit Szenen, die einfach total aus dem Nichts zu kommen scheinen. Mit diesem Kung-Fu-Lehrer und die Morde sind teilweise echt cool, aber es ist halt alles total dämlich und bescheuert. Also die Figuren sind so dämlich und ach, die Dialoge. Aber man muss diesen Film einfach lieben. Hier könnt ihr auf Pause drücken, ihr seht, es ist sehr, sehr viel Bonusmaterial geworden. Man muss sich wirklich, also wirklich beeindruckend. Also Dokumentation, Interviews, DVD-Präsentation. Ach, den 4K-Transfer ist echt viel da. Und nochmal, der Soundtrack ist auch nochmal als CD enthalten. Das soll ich euch gleich zeigen. Das ist relativ fest gemacht. Ich will das hier auch nicht abziehen, um das zu zerstören. Und aber, ja genau, denn so hat man ja diesen Paketlook auch. Wer den Film kennt, weiß ja, wo das Paket herkommt. Hier hat man dann, wie gesagt, das ist richtig schön hier verarbeitet. Legen wir mal das Kistchen weg. So, hier haben wir dann die Herzstücke der Sammlung. Ihr seht hier alles mit Blut voll gesudelt. Da haben wir links das Original Pieces Puzzle mit dem leicht bekleideten Mädchen hier aus dem Film. Das könnt ihr dann hier puzzeln. Ich weiß nicht, ob ich es mal mache. Es sind relativ große Teile. Es dürfte also nicht so lange dauern wie bei Rebellion der lebenden Leichen, den ich hier vorgestellt habe von Subkultur. Aber mal sehen, ob ich das mache. Das findet natürlich dann hier Platz. Und hier hat man dann die Deluxe-Edition mit einer werbeträchtigen Warnung hier. What you will see in the movie Pieces cannot be revealed, cannot be described, cannot even be imagined. Kommt auch tatsächlich wirklich drauf. Kommt tatsächlich der Wahrheit ziemlich nah. Man kann es wirklich nicht beschreiben. Hier seht ihr auch den wunderbaren Druck. Es ist richtig sehr schön matt geworden und man sieht hier nur die Augen so leicht schimmern. Absolut gruseliges Bild, finde ich. Ja, Pieces, aber lasst euch nicht täuschen, ist ein absoluter Trash-Slasher, aber richtig cool gemacht und hat ein paar richtig fiese Szenen. Hier haben wir die Spine von Arrow, und also den Rücken. Und hier haben wir dann nochmal die ganzen Table of Contents, denn dieses Set hier gibt es auch einzeln, wer denn das hier nicht will und die Platte nicht dazu, der kann sich auch nur das hier bestellen, kommt auch etwas billiger. Aber ich glaube, ich habe hierfür, glaube ich, bezahlt alles drum und dran mit der Platte, also 59 Pfund inklusive Versand nach Deutschland. Das ist eigentlich ziemlich guter Preis, denn allein die Platte würde 30 Euro kosten, mit einem Gatefold und mit Farbe auch noch. So, dann holen wir mal alles raus hier. So, wie gesagt, richtig schön verarbeitet. Und richtig stabil. Das ist kein einfaches Digipack, das ist schon richtig Hartkarton. Dann haben wir hier erstmal ein Booklet mit einem Alternativcover. Das hier war auf der bereits erschienenen LP von Pieces, die ich auch schon habe, vom Label We Release Whatever the Fuck We Want. Das ist wirklich der Labelname. Mit meinem schreiendes Gesicht im Angesicht des Pieces-Killers. Hier hat man den einen Hauptverdächtigen im Film, der irgendwie an Bud Spencer erinnert, wie wenn ihr mich fragt. Ja, und hier hat man dann Cast- und Crew-Informationen, noch kleine Essays, Credits und ja, hier Takes von Michael Gingold. Allein schon der Blick hier, das müsst ihr euch eigentlich alles sagen, was ihr zu diesem Film braucht. Ja. Ja, noch die obligatorischen Nerds, der sieht sogar aus wie Richard Dreyfuss, krass. Ja, hier ist dann auch das Puzzle aus dem Film. Ihr seht, es ist sehr akkurat nachempfunden worden. Auch von der Größe her. Und dann haben wir auch hier, ach ja, das wollte ich auch noch sagen, hier ist auch noch ein Rescore von Composer Umberto drauf, der hat ziemlich viel Synthesizer gemacht. Der hat auch schon Texas Chainsaw Massacre nachsynchronisiert. Also es sind solche Events, wo die Filme laufen praktisch stumm und er macht den Score dazu.
Ganz cool hier auch eine blutige Szene aus dem Film. Gibt auch einen herrlich brutalen Mord auf einem Wasserbett und in einem Fahrstuhl. Hier ist auch der eine Regisseur, ich komme nicht auf den Namen, aber der spielt auch mit in Ein Zombie am Glockenseil von Fulci. Hier auch ein sehr blutiges Bild, also wie gesagt, lasst euch nicht lumpen. Gibt es, glaube ich, auch jetzt schon in Deutsch erschienen von der Eurocult Collection erschienen von X-Rated. Und hier hat man dann den Soundtrack mit den Details, den Tracks und so weiter. Ja, das sind dann hier Production Credits und Special Thanks. Hier ist dieser berühmte Wasserbett-Mod. Sehr cooles Booklet, auch sehr schön gemacht hier, auch alles schön matt und sehr toller Druck vor allen Dingen. Dann haben wir hier ein doppelseitiges Plakat, was ich extra cool finde. Hier haben wir auch richtig dickes Papier, also ist kein billig Druck. Den kann man wirklich auch wirklich aufhängen, wenn man will. Also wenn man das rahmt, kommt das echt toll. Hier hat man dann das Hauptbild auch, was auf dem Release enthalten ist. Wie gesagt, das Detail mit den Augen hier finde ich echt toll. Und es ist wirklich richtig dickes, hochwertiges Papier, kann man sagen. Der Druck ist auch richtig schön scharf und knackig und bringt diesen gemalten Look richtig raus. Und hier hat man dann noch das alte Plakat. Das gab es auch mal auf Hardboxen zu kaufen, weiß ich noch. Absolutely no one under 17 admitted to this performance. Sehr schön. Wie gesagt, hier haben wir auch dieses Cover. Ich habe damals eigentlich einen ernsthaften Slasher erwartet, als ich den das erste Mal gesehen habe mit, was ich, da war ich noch, was ich, 13, 14 oder so, und habe dann diesen Film präsentiert gekriegt, du musst ihn erst gar nicht einordnen. Hier hat man dann auch nochmal das Cover von dieser Rückseite vom Plakat auf der Blu-ray selber, das habe ich schon umgedreht, das ist praktisch dann das Originalplakat. Auch interessant, dass hier der Blu-ray-Zeichen außen ist, das habe ich auch noch nicht so gesehen, glaube ich. Und ja, hier immer dann nochmal alle Inhaltsangaben, Error-typisch natürlich in keine Bilder. Und hier hat man dann die Pieces Blu-ray, die auch schön mit einem Puzzlestück. Und hier hat man die DVD und hier den Score auf CD nochmal. Wie gesagt, die Platte kommt extra, werde ich dann am Ende des Videos verlinken, sobald ich sie hochgeladen habe. Und hier das kann man tauschen, das Wendecover ist dann nochmal das Cover vom Schuber. Aber man braucht ja nicht zweimal das gleiche Cover, deswegen habe ich das umgedreht mit diesem herrlichen Alternativ-Plakat. Ja, das war es auch schon zu Arrows Deluxe Edition von Pieces. Wie gesagt, die Platte hänge ich hinten an, sobald sie hier erschienen ist. Und wer noch Fragen hat, der kann mich ruhig fragen. Wie gesagt, ein 4K-Transfer von Pieces. Absolut krasser Scheiß für diesen Film. Und ja, tolles Release, wenn ihr mich fragt. Sehr detailverliebt. Und ja, hochwertig ohne Ende, was man ja von Arrow kennt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt mir treu, lasst mir ein Abo da, wenn ihr wollt. Und macht's gut und habt Spaß, lebt euer Leben und geht bitte ins Kino. Tschüss.